Die französischen Ballerinen sind ein Produkt des Stils, den Bournonville damals vorfand. Gleichzeitig stehen sie unter dem virtuosen Einfluss der italienischen Schule, die gegen Ende des letzten Jahrhunderts an Bedeutung gewann. Heute ist der französische Stil eigentlich ein französisch-italienischer Stil. Er verlangt eine brillante Technik, Klarheit und Virtuosität. Und viel Schick. Deshalb fordert die Lehrerin Christiane Vossard an der Schule der Pariser Oper mehr Schick. Plus d'épaulement, hein? La tête en bas, la tête en l'air, là, 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 beaucoup plus chic que ça, hein? Pas trop, trop vite, alors, hein? Hé, hey, pour qu'elle aime. Hé, hé, la tête pliée, un, deux, et la tête, et hop, un, deux, plus piquant, un, appuyé, un, et un, deux, un, allez, baisse, et hop, et un, et les pieds, un, deux, et un, deux, trois, et quatre, un, deux, un, d'autres pieds, et un, et deux, et trois, et un, deux, et un, deux, un, et un, appuyez bien, un, deux, un, deux, un, des pieds, un, et deux, tu continues, en avant, et avance, hop, et un, et un. C'est terminé, mes enfants. Salut! Voilà, joliment le salut, hein, comme toujours, voilà, à la fin de la classe. On y va, hein? Die Klasse endet mit der Reverence, eine Höflichkeitsformel, die gleichzeitig auf die Verbeugung vor dem Vorhang vorbereitet und Respekt gegenüber unserem Beruf bezeugen soll. Voilà,